Heute geht es um die Frage, was bringt dir das Cage-System beim Spielen und Lernen von Arpeggien? Also das sind Akkordbrechungen. Bleib dran. Hallo, hier ist Christian Konrad mit dem zweiten Teil meines Dreiteilers zum Cage-System. Im ersten Teil habe ich dir gezeigt, wie man die fünf Basis offenen Akkorde umbaut, so dass man sie verschiebbar macht und damit kann man mit diesen fünf Griffen jeden beliebigen Akkord spielen. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau dir unbedingt zuerst mal dieses erste Video an. Und heute geht's weiter. Was bringt uns das Ganze denn, wenn wir jetzt Arpeggien spielen? Englisch auch Arpeggios, also die Einzahl ist Arpeggio und das traditionelle deutsche Wort dafür ist Akkordbrechungen. Was das ist und was uns caged dazu bringt, das gleich. Beginnen möchte ich noch mit einer kleinen Ergänzung zum ersten Teil. Es gab viele tolle Anmerkungen und Kommentare dazu. Vielen Dank. Und eine Sache habe ich, glaube ich, im ersten Teil nicht so gut erklärt, nämlich, dass diese Abfolge caged, C-A-G-E-D, in jeder Tonart dieselbe ist. Also wenn ich mir die fünf Griffe meinetwegen in C-Dur suche, dann muss ich gar nicht überlegen, welcher Griff jetzt immer als nächstes kommt auf dem Griffbrett, sondern die Abfolge ist immer dieselbe. Ich zeige es dir mal. Natürlich beginnt die Reihe beim C-Dur ja mit C von Caged, also mit dem ersten der fünf Grifftypen. Und jetzt ist die Frage, wie ist denn die nächste Möglichkeit für C-Dur auf dem Griffbrett, wenn ich jetzt hier langsam Richtung Korpus mich vortaste, dann denke ich an Caged, nach C kommt A. Also ist als nächstes der A-Typ dran. Caged, also C-A-G, als nächstes wäre der G-Typ dran. Caged, C-A-G-E, der E-Typ. Und als letztes C-A-G-E-D, der D-Typ. Und das ist in jeder Tonart gleich. Nochmal anderes Beispiel, F-Dur. In F-Dur gibt es keinen richtigen offenen Akkord, da geht es mit dem E-Typ los. Nach dem E-Typ kommt immer der D-Typ. Und dann geht das Ganze natürlich von vorn los. Jetzt käme der C-Typ. Und der A-Typ. Und der G-Typ. Bisschen schwierig hier, aber es geht noch. Okay, jetzt soll es aber um das Thema Arpeggien gehen. Was bringt uns denn da das Cage-System? Gehen wir nochmal zur heutigen Beispieltonart C-Dur zurück. Wenn ich jetzt in dieser Lage ein C-Dur-Dreiklangs-Arpeggio spiele, also es gibt Dreiklangs-Arpeggien, Vierklangs-Arpeggien, wir bleiben heute bei den Dreiklangs-Arpeggien. Das bedeutet, dass man nur die Dreiklangstöne an dieser Stelle spielt, so oft sie vorkommen. Also C, E und G sind die Dreiklangstöne von C-Dur. Und die soll ich jetzt immer in der Reihenfolge C, E, G, C, E, G spielen. Ich habe ja hier in dem Griff schon viele Cs, Es und Gs drin, oder mehrere zumindest. Es wäre also C, E, G, C, E. Das heißt, von diesem Griff aus ist es kein weiter Weg mehr zum kompletten Arpeggio. Nur würde man beim Spiel von Arpeggien versuchen, alle Saiten auszunutzen und zu schauen, dass die Töne immer in der richtigen Reihenfolge bleiben. Also, dann ging es los mit E, G, C, E, G, die hatten wir schon. Und hier könnte ich noch ein G spielen. Worauf ich hinaus will, wenn du den C-Dur-Griff beherrschst, ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt zum C-Dur-Arpeggio. Wir müssen einfach noch ein bisschen auffüllen, weitere Töne, aber zur Orientierung als Schablone ist das doch super, der C-Dur-Griff. Und das können wir jetzt über das ganze Cage-System anwenden. Nehmen wir den C mal in der nächsten Griffweise als A-Typ. Wenn ich jetzt einfach nur die Töne dieses Akkords nacheinander spiele, dann habe ich da Lücken drin in der Reihenfolge. Dann habe ich C, G, C, E, G. Die Reihenfolge soll aber immer C, E, G sein. C, E, G, C, E, G. Also, ich nehme den wieder als gedankliche Schablone, greife den aber gar nicht komplett, sondern ich mache C, E, füge ich noch hier ein. Dann nehme ich das G erst. Der war schon drin, der war schon drin. Und der, das reicht schon. Einen Ton habe ich hier noch eingefügt.
und das G nehmen wir noch dazu auf der E-Seite. Weil du merkst, wenn du den Griff abgespeichert hast als Bild, ist es zum vollständigen Arpeggio in dieser Lage kein weiter Weg mehr. Dann fehlt nur noch wenige Töne. Wie wir das praktisch einsetzen, die Arpeggien, dazu gleich noch mehr. Ich zeige es erstmal komplett. Dann hatten wir ja den G-Typ. Wenn ich einfach nur die Töne dieses Akkordgriffs jetzt nacheinander spiele, dann habe ich C, E, G, C, E, C. Ist also einmal eine Lücke drin. Aber es ist fast schon das vollständige Arpeggio. C, E, G, C, E, G, C. Dann kommt, wie du weißt, der E-Typ. Hier habe ich auch fast das vollständige Arpeggio schon vorhanden. Es fehlen wenige Töne. Ich habe nämlich C, G, C, E, G, C. Ich müsste also noch auffüllen. C, E, G, C, E, G, C. Und das E könnte ich vielleicht noch mitnehmen. Und zu guter Letzt noch der D-Typ. Da habe ich jetzt in dem Griff schon drin C, G, C, E und ich fülle aber wieder die ganze Lage noch auf mit Tönen. Dann würde ich auf der E-Seite natürlich anfangen. Dann habe ich E, G, C, E, G, C. Somit kann ich automatisch mit dem Beherrschen der Caged-Akkorde auch die Dreiklangs-Arpeggien auf dem ganzen Griffbrett spielen. Wozu brauchen wir das überhaupt? Ich habe mich anfangs immer ein bisschen dagegen gesträubt, Arpeggien zu lernen früher, weil ich nicht wusste, wozu. Es ist gut bei der Improvisation, zum einen, wenn wir unbegleitet improvisieren, dass man den zugrunde liegenden Akkordwechsel, den man sich dabei gedacht hat, trotzdem hört. Also nehmen wir uns mal eine gedachte Akkordfolge vor, G-Dur, C-Dur und D-Dur, sage ich mal. Machen wir gleich mal in einer Lage auch. G-Dur als E-Typ, C-Dur als A-Typ, D-Dur als C-Typ. Und jetzt geht es darum, in der Improvisation die Akkordfolge hörbar zu machen, ohne dass die Akkorde überhaupt gespielt werden. Das mache ich so, indem ich möglichst viele dieser Akkord Arpeggio-Töne einfließen lasse. Ich gehe nochmal die Arpeggien durch an der Stelle. Das wäre also dann G-Dur als E-Typ. C-Dur als A-Typ. Und D-Dur als C-Typ. Ich könnte also einmal improvisieren nur mit Akkordtönen. Das wird ein bisschen statisch klingen, aber ich probiere es mal. 1, 2, 3, 4. Das klingt ein bisschen sehr nach Übung, aber in der echten Improvisation, im richtigen Solospiel, würde ich das nur möglichst viel einbauen, würde aber drumherum auch in dem Fall die Töne der G-Dur-Tonleiter spielen. Dazu kommen wir im nächsten Video noch, im dritten Video, was uns das Cage-System für die Tonleitern bringt. Aber jetzt versuche ich einfach mal nicht nur Arpeggio-Töne zu spielen, aber ich nutze die Arpeggien als das Grundgerüst, um die Akkordwechsel hörbar zu machen. 1, 2, 3, 4... Noch wichtiger wird das Wissen über die Caged-Akkorde bei einer Akkordverbindung, über die du improvisieren sollst, die man nicht so gut ins Ohr bekommt. Also Akkorde, die nichts miteinander zu tun haben. Da wäre das noch eine ganz wichtige Sache. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Akkorde hätte A-Dur und Des-Dur. D
die haben nichts miteinander zu tun, also die sind nicht derselben Tonart zuzuordnen. Wenn ich aber das Wissen über die Caged-Akkorde und die Arpeggien habe, dann kann ich wunderbar auch darüber improvisieren, auch wenn das mit einer Pentatonik oder so mit einer einzigen nicht abzudecken wäre. Ich suche mir also wieder die Arpeggio-Töne einmal zurecht, für A-Dur also den E-Typ. Und für das Des-Dur ist es der A-Typ. Und jetzt kann ich damit auch improvisieren über den Akkordwechsel, den gedachten Akkordwechsel, in dem Fall nur A-Dur und Des-Dur. Okay, zusammenfassend könnte ich also sagen, das Cage-System bringt mir eigentlich, wenn ich es gelernt habe, die Arpeggien gleich mit. Ich muss nur ganz wenige Töne hinzufügen, dann ist das jeweilige Arpeggio in einer Lage komplett. Und das wiederum bringt mir Sicherheit beim Improvisieren. Erstens kann ich meine Soli interessanter machen, indem ich gezielt Akkordtöne spielen kann. Nicht nur immer eine Pentatonik über alles. Das macht es spannender und es funktioniert dann auch, dass man ohne Begleitung als Zuhörer mitbekommt, welche Akkordwechsel zugrunde liegen. Und der noch wichtigere Part, im zweiten Beispiel gezeigt, wäre bei einer schwierigen Akkordfolge, über die es schwer ist, ein Solo zu spielen und sich zu orientieren, dass mir das einfach, wenn ich diese Bilder abgespeichert habe, dieses Cage-Systems, gibt mir das die Sicherheit, auch ohne dass ich es das hören kann. Ich bin ja ein absoluter Gehörspieler, aber ich kann dann auch übers Auge einfach visuell zu den richtigen Tönen greifen, indem ich genau weiß, wo welches Griffmuster liegt, in welcher Tonart. Das gibt dir die Sicherheit, dass du über jede beliebige Akkordfolge auch die richtigen Töne spielen kannst. Das war mir früher immer schleierhaft, wie das funktioniert. Sobald ein Akkordwechsel kam, den ich nicht im Ohr mir vorstellen konnte, so gut, war ich aufgeschmissen. Es kann aber immer wieder mal vorkommen. Und damit du dann nicht groß rumstochern musst, kann dir das Cage-System eben die nötige Orientierung bieten. Also mein Tipp oder meine Hausaufgabe für dich für heute, wenn du Lust darauf hast, wäre es, in die hoffentlich schon gelernten Caged-Akkordgriffe nochmal diese fehlenden Töne jetzt zum Arpeggio noch einzufügen und die einfach mal auf und abwärts zu spielen. Es gibt dir zusätzliche Möglichkeiten fürs Solospiel und zusätzliche Orientierung auf dem Griffbrett. Dazu habe ich die Arpeggio-Griffbilder von heute auch nochmal in einem PDF wieder zusammengefasst. Das kannst du dir wie immer auf meiner Website herunterladen zum Üben. Einfach mal auf den Link klicken in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und es erschließt sich dir noch ein bisschen mehr, warum es nicht schaden kann, das Cage-System zu lernen. Viel Spaß damit und verpasse auch nicht den dritten Teil zum Thema. Bis dahin.